Unterstützt durch Zanotelli von Clara, ein Champion der Olivenöle. Hansi, du wirst gleich ein bisschen uns zeigen, wie du dieses junge Pferd trainierst. Ja, das ist der Chili GG. Ja, der ist hier geboren, im Gestüt Grenzland, hat Hans Brändli gezüchtet. Er ist 7 Jahre alt, ist ein Coronino Landadel. Der ging jetzt im Januar sein erstes MA-Springen, sprang auch gleich 0. Muss noch einmal kurz nachgurten. Schrittphase haben wir jetzt knapp Viertelstunde gemacht. Auch wenn ich jetzt anfange zu traben, ich lasse ihn auch am Anfang immer so ein bisschen seinen Weg, seinen Rhythmus gehen. Er kann sich ein bisschen strecken. Ist mir eigentlich egal, ob er jetzt die Nase ein bisschen weit vorne hat oder auch mal ein bisschen höher. Das darf er so ein bisschen entscheiden, wie es ihm am Anfang am bequemsten ist. Wenn ich dann so eine Schrittarbeit bin, kann ich auch so am Anfang schon ein bisschen anfangen. Ein kleines bisschen Schulter rein, ein bisschen Schenkel weichen. Das gleiche im Trab. Ich auch von Anfang an schon ein kleines bisschen Schulter rein zu reiten. Im inneren Bein ein bisschen gegen die äußere Hand zu schieben. Was ich auch von Anfang an schon immer ein bisschen versucht zu machen. So leichte Tempowechsel, ein bisschen zuzulegen. Dass er noch ein bisschen geschmeidiger wird, reite ich noch ein bisschen mehr Wendungen. Wichtig ist mir dabei eigentlich jedes Mal, dass er an der äußeren Hand hinläuft und an der inneren Hand richtig loslässt. Ich habe ihn jetzt knapp 20 Minuten im Trab ein bisschen gelöst. Ich werde noch mal leichte Trabarbeit machen mit ihm und werde dann langsam in Galopp übergehen. Wenn ich am Anfang galoppiere, achte ich immer ein bisschen drauf, dass ich im leichten Sitz bleibe. Eher das Pferd so ein bisschen das Tempo bestimmen lasse. Ich versuche auch am Anfang den Galoppsprung bewusst ein bisschen größer zu halten. Das Gefühl habe, dass er den Rücken ein bisschen frei macht. Oh, das habe ich vorhin gemeint mit den Buckeln. Das kann er ruhig mal machen. Kein Problem. Fangen wir an mit den kleinen In-Outs, die Cavalettis. Versuche am Anfang immer ein bisschen ruhig anzufangen, dass er von sich aus ein bisschen bei mir bleibt. Ich habe hier eine Gymnastikreihe aufgebaut. Ich habe vorne einen Cavaletti, ungefähr 2,70 Meter, ein kleines Kreuz mit einer geraden Planke drin, ein Galoppsprung, Ochser, Planke mit einem Kreuz vorne drin. Die Kreuze auf den geraden, also am Steilsprung und am Ochser vorne, habe ich die Kreuze bewusst so gemacht, weil er ist in seinem Körper noch nicht ganz so gefestigt. Manchmal springt er mir so ein bisschen auf die Seite weg. Wenn ich die Kreuze drin habe, konzentriert er sich ein bisschen mehr auf die Mitte. Er ist immer noch sehr frisch, muss noch ein paar Sprünge machen, dass er seine Energie ein bisschen im Zaum halten kann. Die Kreuze mache ich bewusst nur die Kreuze höher, dass er sich wirklich nur auf die Mitte konzentriert und ganz gerade bleibt. War eigentlich schon sehr gut, ist schön gerade geblieben. Springt noch ein bisschen viel nach vorne, aber das kommt gleich. Also jetzt da zwischen Steil und Ochser so ein bisschen mehr bei mir bleibt, mache ich noch einen Cavaletti da mitten rein. Also konzentriert er sich ein bisschen mehr, schaut ein bisschen mehr nach unten, habe ich es ein bisschen einfacher. So, komme ich einfach von rechts. Aber ich glaube, viel besser kann er es jetzt nicht machen. Gefühl ist top, er lässt sich sehr gut reiten. Richtig gute Bewegung im Körper drin jetzt. Bin ich in der Nahe am Springen. Reite ich ihn Galopp noch ein bisschen locker. Bin ich wirklich nochmal schön entspannt. Das macht er jetzt auch sehr gut. Also wenn ich fertig bin mit Arbeiten, lasse ich ihn nochmal so 5 bis 10 Minuten in Ruhe Schritt gehen. Kann ich nochmal schön ausstrecken. Danach geht er nochmal eine halbe Stunde in die Maschine. Führmaschine. Und dann machen wir Feierabend für heute. Ich versuche es immer so einfach wie möglich zu halten. Ich will mir keinen Stress machen, dem Pferd keinen Stress machen und alle sind zufrieden. Und ich glaube, dann klappt es auch mit dem Erfolg am Ende.
Unterstützt durch Zanotelli von Clara, ein Champion der Olivenöle.